So, willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Wieder dabei der Ceo. Hallo. Die Sally. Hallo. Und jetzt auch der Tobi. Hallo. So, und wir fahren jetzt los. Sind alle auf dem Boot? Ja. Wir fahren jetzt zu unserem Spot, wo wir bauen wollen. Warum fahren wir so komisch? Ich glaube, du weißt nicht, wo du hin willst. Nach links. Ach so. Das, du sagst mir das noch. Aber Hauptsache erstmal so, ja. Bei mir steht nur zwei gleichen Schräg hier drauf, oder sieht das nicht aus? Ja, der steht nur einmal. Warum haben wir hier eigentlich Licht? Keine Ahnung. Hier hat einer eine Fackel an, ne? Ich nicht. Wollt ihr kein Licht? Weiß ich nicht. Ohne Licht ist besser, das blendet ein bisschen. Ja, gerade ist besser so. Das ist eine kleine Strecke auf jeden Fall. Wir müssen erstmal. Ui, in die Richtung. Nur am Meer entlang jetzt hier oder am Strand jetzt entlang. Jo. Eine ganze Weile. Also laut Karte könnte man sogar fast durchs Inland fahren, aber das riskieren wir jetzt mal nicht. Du kannst da auch nicht durch, ich glaube wegen dem Sumpfgebiet, was da ist. Wir müssen von außen ran, dann kommen wir auch nicht komplett durch, weil es da zu flach ist. Ja? Kann sein, ich weiß es nicht. Ja, gucken wir mal, ob wir überhaupt lebend ankommen. Ja, Hauptsache nicht nah an, nicht so nah an den Felsen fahren. Ich weiß, wo da ist wieder so ein Vogelfieh. Ha! Getroffen! Ich hab Tontaubenschießen gemacht. Boah, ist das dunkel, ey. Ja, ohne Licht ist echt besser. Naja, aber ohne Licht ist besser. Ich hab gerade eben habe ich einfach nur. Genau. Einfach nur geblendet. Da ist noch ein Vogel, rechts. Die scheinen echt hauptsächlich im Wasser zu sitzen, ne? Muss man sich ja eigentlich mal so einen Floß bauen und dann. Ja, aber was ist, wenn du die betäubst? Schwimmen die dann oben auf dem Wasser rum? Oder wie ist das bei denen? Nee, dass man die einfach auf dem Floß betäubt. Da ist übrigens ein Berg voraus, ja, genau. Ja, der kam gerade erst. Ich konnte den vorher nicht sehen. Ah, okay. Ist es da hinten schon Dingens Island? Nee, das ist hier Dings, Pflanzfresserinsel, ne? Da vorne? Das ist Herbivore, ja. Ja. Stimmt, das hör ich. Erstmal bis zur Insel und dann komplett in den Norden hoch. Genau. Es hat aufgehört zu regnen. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Weiter kenne ich den Text nicht und der Para hat geschissen. Das wieder ein Vogel voraus. Okay, komm, wir müssen uns hier ein bisschen die Zeit vertreiben. Vogel schießen. Jetzt ist er weggeflogen. Ich versuch's trotzdem. Schade, aber ich behaupte mal, es war knapp. Schade. Huch. Lol. Hä? Was ist das? Ach, der Stuhl. Ich habe gerade den Stuhl vor mir gehabt und da guckt auf einmal so ein Dodo-Kopf über den Stuhl hinaus. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ach ja, der Tobi, der sollte ja noch Sachen bekommen, ne? Tobi, soll ich dir mal ein bisschen was geben? Ach, können wir auch gleich machen. Ne, pass auf, wir können das. Ich tu das einfach in den Para rein. Ah ne, du sitzt ja auf dem Trike, ne? Oder? Ja. Ja. So, okay, warte, ich geb dir meinen Bogen. Ich leg das in das Trike rein. Und 50 Pfeile. Dann musst du einfach, wenn du drauf sitzt, nur F drücken. Dann kannst du drauf zugreifen, auf das Inventar vom Trike. Okay. Wenn wir angekommen sind, mach ich dir auch Rüstung. Joa. Jo. Noch mehr Rüstung haben wir, glaube ich, gerade nicht dabei. Aber zumindest mal einen Bogen, dann kann ich ein bisschen verteidigen. Ja, weglaufen und schießen kriege ich hin. Wie heftig die Airdrops laufen. Laufen. Ach, machst mich verrückt. Leuchten. Der Tobi, ey, der macht mich ganz verrückt. Vogel! Mhm. Ha! Getroffen. Ich bin echt mal gespannt, was wir da jetzt so treffen. Ja, Vögel. So wie ich. Ich habe auf jeden Fall. Ich meinte nicht hier. Ich will. Ja. Es wäre auch ganz cool, wenn es mindestens hell ist, wenn wir da sind. Wenn wir angekommen sind, ist es das ja vielleicht. Ich hoffe es. Weil. Da durch die Gegend laufen und zu sehen, da ist ein Rex, ist eine Sache. Aber durch die Gegend laufen und zu hören, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall sollten wir direkt ein Bett bauen. Das könnten wir eigentlich sogar aufs Floß bauen. Wenn wir die Materialien dafür haben. Ich gucke mal. Die Materialien müssten wir haben. Unsort Items? Nee.
Wie habe ich das gemacht, dass auf einmal diese Ordner da waren? Betten. So, mir fehlt Tierhaut. Wer hat Tierhaut? Das Trike? Das Trike hat Tierhaut. Aha, ja, so. Bett. Ich hätte ja auch einen Schlafsack bauen können, ne? Aber egal. So, ich sehe nichts, weil ich liege. Da. So, zack. Sehr schön. Wenn jemand über Bord geht, kein Problem. Herbivore Island ist eigentlich auch geil zum Bauen, ne? Aber da... Ja, aber an Ressourcen rankommen ist da jetzt nicht so toll. Gibt es nicht auf der Insel selbst sogar Erz? Also Metall? Ich glaube schon. Aber wie kommst du von da aus an Obsidian? Da musst du halt immer übelst weit fliegen. Und unbegrenzt Stein und alles andere hast du da jetzt, glaube ich, auch nicht so drauf. Und Dinos tame und die dann immer mit dem Floß hin und her bringen, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so optimal. Und Cementing Paste für den Sumpf später dann auch nicht. Also. Fahren wir erstmal dahin, wo wir hinwollen. Probieren wir's. Wenn nicht, gehen wir auf Herbivore Island. Da, ja, wo es ruhig ist. Auf jeden Fall nichts, außer wir greifen es an. Nein, aber vielleicht für zukünftiges PvP wäre es ziemlich fett, auf Herbivore zu bauen. Ja, gut, PvP auf jeden Fall. Wenn man dann auch die richtigen Vögel hat, um das ganze Zeug ranzubringen. Ja, irgendwann werden wir Quetzels haben. Aber wer weiß wann. Oh, die Sonne geht auf. Unser da kommen sie das wahrscheinlich wieder dunkel. Meinst du? Ja, wir sind ja schon, naja, bald da wäre übertrieben. Aber so die Hälfte der Strecke haben wir fast. Nee, ja. Doch. Also. Ja, du musst ja überlegen, wir müssen oben an der Kante wieder links und dann müssen wir wieder ins Landesinnere. Also. Ist ja gut, Mann. Nimm's doch einfach hin, wenn ich sage, wir haben die Hälfte der Strecke. Aber... wo sind wir denn jetzt? Ach, da. Oh, da ist ein Titan. Ne, ist aber Quatsch. Das ist ein Bronto. Ja, wir müssen mal gucken, was lerne ich denn jetzt hier eigentlich noch? Ich würde echt gerne die Angel lernen, aber es ist wahrscheinlich total sinnlos. Ich weiß es nicht. Man kann da wohl auch so, also so richtige Drops bekommen, ne? Oh, das ist ein Hai. Die schwarze Perlen und so droppen die ja auch. Und das ist ganz gut, wenn wir dann später diese Tausendfüßler da zähmen wollen aus der Höhle oder so. Da sind aber übrigens Vögel. Zücket eure Armbrüste. Wir haben halt keinen Köder dafür. Ja, das Blut halt, wie gesagt, von den Egeln. Oh, guck mal, der Hai, der frisst jetzt so einen Vogel. Ja. Och Mann, ich treffe den Para. Ich habe ihn getroffen. Echt? Ich treffe nur den Para. Oh, ich fall fast vom Boot. Jetzt habe ich den Para getroffen. Oh Gott, gesehen, ja. Links oben ist er, der blutet schon. Ein Schuss noch und der ist tot. Hä, wo? Wo? Hinter uns jetzt. Hä? Einer von den beiden, die da hinter uns sind. Ich weiß nicht, welcher. Ah, ich sehe, ich erkenne ihn. Okay, warte, ich treffe den. Zack, so, genau so wird er treffen. Ich habe getroffen. Ja, klar. Unglaubwürdig? Ich leg mich einfach wieder hier hin. Guck, wir sehen doch schon unser Ziel fast. Die nächste links quasi. Ja. Also da hinten, wo die Bäume sind, da müssen wir schon vorher links abgebogen sein, oder? Nein, wir müssen an dem Berg vorbei. Stimmt. Oh, jo, ist es noch weit. Okay, ich habe nichts gesagt. Bis dahin ist wieder dunkel. Ah, nee, das kriegen wir schon, ist ja gerade mal 5:30. Aber es bis dahin ist nicht mehr dunkel. Ja, aber guck mal, der Maurice ist schon Level 82 und wir könnten ihn noch skillen. Wie skillen wir den eigentlich? Auf Leben, ist Maurice der Tank. Ja. Oh wow, er hat ganze 11 Leben dazu bekommen. Das ist egal, der Wille zählt. Tanky Maurice. Was ist das? Ist das eigentlich ein Männchen? Ne, ist ein Weibchen. Okay. Das weiß keiner. Jetzt schon. Ja, verdammt. Oh, da ist wieder eine Taube. Okay, ich mache jetzt einen ganz weiten Schuss und ich muss das vorausrechnen, ja. Ja. Denk so, dran, dass du die Pfeile gleich noch brauchst. Ja, das war ein bisschen zu weit voraus. Ja, das war ein bisschen zu weit. So. Okay, nicht. Nee, dann. Ja, so. Wie gesagt. Oh, dummer Trike. Denk dran, dass wir gleich die Pfeile wahrscheinlich noch brauchen. Ja, ich habe noch 87 Pfeile, das reicht für einen Raptor.
Nee, ich habe keine Ahnung, wie viel diese Allosaurus da aushalten. Vor denen habe ich am meisten Schiss. Da sollten wir uns auch komplett fernhalten, weil wenn die zu dritt sind, die sind ja meistens zu dritt und da ist einer davon ein Alpha. Ja. Du musst einen töten, also sobald es drei sind, ist immer einer ein Alpha. Super. Mhm. Oje, oje. Hoffen wir mal, dass sie nicht genau an dem Spot sind, wo wir hinwollen. Ist mir unpraktisch. Guck mal, da ist sogar Sumpf neben uns. Ja. Na, hier ist ja auch ein Spawnpunkt. Ja, ein ziemlich beschissener. Mhm. Spawnst und bist direkt tot von einer Schlange oder irgendwas. Ja. Das war sehr clever gedacht. Guck mal, ich sehe da ganz hinten in der Ferne einen goldenen Airdrop runterkommen. Hm, hier hinter dem Sumpf links übrigens am Strand, wenn man da anlegt, kann man durch den Wald laufen und ist auch direkt am Spot, wo wir hinwollen. Ja, machen wir aber jetzt nicht. Da bräuchten wir... Vielleicht sogar kürzer. Ja, ich weiß gar nicht, schön. Da sind gefährliche Tiere sind da, glaube ich, auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das jetzt für den Alos ist. Nee, nee, dahinter, nicht jetzt im Sumpfgebiet, aber dahinter kann man da durchlaufen. Da ist auch dieser Steinspot, wo Kralle und so mal gebaut hatten. Hm. Wir versuchen das jetzt einfach mit dem Fluss oben. Wir fahren einfach so weit rein, wie es geht, und den Rest müssen wir halt laufen. Genau. Und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kommen wir ja gar nicht rein. Wenn so ein Rex davor steht, haben wir halt direkt schon mal ein Problem. Ach, ich habe Betäubungsheide. Ach jo! Damit kriegst du so ein, weiß ich nicht, Level 60 plus, Level 40 plus Rex, aber nicht so leicht umgehauen mit deinen 30 Pfeilen. Ich habe 31. Ja. Ja, das dann schaffen wir's. Wenn das so ist, auf geht's. Ich weiß gar nicht, selbst so ein Low-Level-Rex braucht schon verdammt viel. Was machen wir eigentlich, wenn wir so einem Level 5 Rex begegnen? Könnten wir ja theoretisch tamen, dann hätten wir schon mal so ein, zumindest so, auch wenn er scheiße ist, aber... Ja, aber der wird ja auch noch gelevelt und auch wenn es dann, sagen wir mal, noch ein Weibchen ist oder so, ist ja ganz gut für Eier. Ja. Also tamen würde ich ihn auf jeden Fall, wenn er jetzt nur Level 5 oder so ist. Ja, dauert auch nicht lange, was heißt dauert nicht lange, ist nicht aufwendig, weil Rexe sind, glaube ich, so ähnlich vom Zähmen her wie die Brontos, oder? Du müsst, also mit normalen Einstellungen muss er alle halbe Stunde betäubt werden. Das sollte bei mal 5 jetzt, ja, je nach Level halt. Also umso niedriges Level, umso öfter musst du halt was nachwerfen. Also ich weiß noch, als ich früher gespielt habe auf unserem Server, da hatte David, ich meine, Level 9 Rex gefunden. Und was hatten wir Taming? Ich glaube mal 1,5 am Anfang. Am Anfang glaube ich 1,5, ja. Ja, und da hatte der, ich meine, er hat irgendwie 4 Stunden gebraucht oder so. Aber... Das Narkose von dem Rex ging kaum runter. Unsere Dinos kacken ganz schön viel. Das kommt dir nur so vor, weil du die ganze Zeit vor dem... Direkt vorm Kopf. Mal so... nächster Haufen ins Gesicht. Guck mal, der... Ja, nee, aber wie gesagt, in normalen Einstellungen sollte es eigentlich so sein, dass ich glaube, alle halbe Stunde musst du was nachwerfen. Hm. Mit der Para, ne? Der kann einfach mal schon 400 Kilo tragen. Ist doch schön. Der hat unsere komplette Einrichtung dabei und auch das Haus an sich. Dino-Tor, Steinwände, Holzwände, Steindecke, Holzdecke, Fundamente. Alles also drin. Einen weiteren Mörser hat er ja auch noch. Ja, habe ich vorhin noch gebaut, in weiser Voraussicht. Nur eine Smithy haben wir noch nicht, oder hat schon jemand eine Smithy gebaut? Nee, da hatten wir doch jetzt noch das, was Sally bei hat, das Metall, und das, was wir hier im Paare haben, dass wir noch eine bauen können vor Ort. Okay, warte. Ich mach das ist jetzt das mal. Da vorne eine Insel? Aber das reicht nicht. Nee, aber Sally hat ja noch was im Inventar. Ach so, stimmt. Ja, da vorne ist eine Insel, aber da willst kann du nicht ich drauf. Links dran vorbei? Ja, da kannst du links dran vorbei. Hauptsache, du gehst nicht auf die Insel. Ich wollte nicht auf die Insel. Ich wollte nur wissen, ob ich da links dran vorbeifahren kann oder ob ich außen rum muss. Nee, wir müssen links vorbei, weil wir danach musst du wieder dich links halten und dann in den Fluss rein. Okay. Ja. Also wenn du auf diese Insel gehst, dann ist es eigentlich nur, es ist eigentlich nur die Frage, die Frage ist eigentlich nur, was dich auffrisst. Ja, auf der Insel leben nur Fleischfresser. Ich weiß gar nicht, was gibt's da alles? Saber, Raptoren, Skorpione, Karnos. T-Rexe, Karnos, Argentavis. Argentavis relativ viel. Sogar, ich glaube sogar Giga können das spawnen, bin mir nicht sicher. Das habe ich noch nicht gesehen. Nee, Quatsch, ist auch gar nicht wahr, ich war mit meinem Giga immer da drauf. Aber es war sehr schön. Ich wollte da mal unten hin, weil da auf der anderen Seite von der Insel ist ja eine Unterwasserhöhle. Ja? Da unten, also relativ am Kartenrand. Okay. Da wollte ich rein, dann war es aber zu tief und dann kam halt die ganze Zeit irgendwelche Plesios und so, bin ich wieder hoch. Musste aber, weil ich keine Ausdauer mehr hatte, und so mal kurz an Land.
Und dann kam auch noch Mantas, das heißt, vom Wasser aus kam Mantas und von der Insel aus kam alles andere. Ja, geil. Da war ich ziemlich schnell tot. Das ist blöd. Mhm. Weiß auch nicht, also mit Wasser habe ich in dem Spiel bisher noch nie gute Erfahrungen gemacht. Vor allem nicht am Anfang. Nee. Nee, am Anfang nicht. Also ich sag mal so, du brauchst schon einen richtig hohen High, um auch unten überleben zu können, weil sonst bist du eigentlich nur am Wegrennen und kannst halt nichts machen. Ja. Du kannst dich jetzt langsam anfangen, nach links zu orientieren. Genau, wir müssen hier links rein. Ja, genau. Bisher habe ich habe jetzt mal am Strand geguckt, aber ich habe nichts Gefährliches gesehen bisher. Gut, hier vorne sind wahrscheinlich auch nur Raptoren, aber wenn wir jetzt weiter reingehen, also gerade da, wo es enger wird, da sind dann auch die Rexe und eventuell ein Spino. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Spino spawnen ist. Okay, Spino wäre böse. Vor allem auf so einem Boot. Der Rex ist dann noch relativ egal, da können wir einfach wegschippern. Aber wenn der Spino uns sieht, dann gibt's auf die Fresse, glaube ich. Oh, guck mal, da ist sogar ein Argentavis. Ja, ja, die sind ja hier an den Bergen überall. Aber die haben wir an dem Spot auch direkt an dem Hang. Das ist ganz praktisch. Ja, aber wir haben an dem Hang haben wir auch Rexe, also wir müssen dann so schnell wie möglich wirklich die Mauer ziehen, falls die mal runterkommen. Hm, ja, das machen wir als erstes dann, würde ich sagen. Also, wir versuchen hinzukommen. Ist halt die Frage, was machen wir? Lassen wir die Tiere erstmal zurück in Sicherheit oder gehen wir direkt mit den Tieren alle zusammen? Wie gesagt, ich kann auch vorrennen und wenn was kommt, dann probiere ich halt wegzurennen und verreck oder so, dass ihr durchkommt. Hm. Aber wichtig ist halt, dass die Tiere irgendwie da hinkommen, weil ich glaube, ihr könnt es ja auch nicht alles tragen, was wir jetzt hier haben. Und die hier lassen, ist vielleicht auch nicht so geil. Ja, stimmt. Das könnte auch böse enden, wenn dann irgendwie so ein Argentavis kommt oder so. Ja, es reicht ja schon, wenn wir zu nah am Ufer sind, dass ein Raptor einfach aufs Board geht und die killt. Ja. Ja, gehen wir am besten alle auf einmal. der Tobi, der wird wohl auf irgendwas sitzen müssen, weil das ist ja sowieso direkt RIP. Ich glaube gar nicht, dass irgendwas noch möglich ist zu reiten. Die sind doch alle voll beladen. Da ist schon direkt ein Raptor am Strand. Ja, Raptoren. Rechts sind Brontos. Das ist egal. Und hier kommen wir jetzt, glaube ich, bald auch gar nicht mehr weiter. Ja, ich glaube, das war es auch schon, oder? Ja, also hier vorne müssen... Oh, da ist eine ganze Raptor-Gang rechts. Wir sollten links anlegen. Die kamen da gerade aus dem Wald und... Oh, ja, drei Stück. Zersäbeln da eben die Paras. Oh, der Scheiße, der Para rennt gerade genau auf die Seite rüber, wo wir hin sind. Okay, ich steige jetzt einfach mal ab und guck mal kurz. Okay, warte, ich guck mit dir. Muss mal eben was essen. Weil der Para ist nämlich gerade der... Das ist ja ein süßes Viech da. Der hier rüber... Was? Sieht ja sehr niedlich aus. Okay, direkt... Okay, Raptoren vor mir. Die drei Stück. Oh, shit. Jo, ich sehe es. Warte, Bolas? Lauf zurück. Bola die. Wow. Scheiße. Ja, du... Ah! Nein. Einen habe ich gebolert. Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht aufs Boot. Oh nein, der Dodo. Ich habe mal ins Wasser geholt. Oh Gott, ich kann nicht... Ah! Wo ist der Raptor? Ich glaube, unterm Boot. Glaubst du? Ich bin zu voll im Blut. Ich kann mit dem Ding nicht... Ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur den... Was ist denn da vorne eigentlich mit unserem Para? Warum greift der einen Dödi an? Keine Ahnung, aber hier ist der Raptor, der ist bei dem Trike. Greif mal am besten mit dem Trike an, irgendwie. Warte, ich will den Para retten. Ja, der Para hat den Dings verscheucht. Verdammt, wo ist der Raptor? Der eine Raptor war beim Para. Ja, und der andere war unterm Floß. Wo ist er hin? Trike. Ich glaube, der hängt unterm Floß fest oder so. Nein! Scheiße! Pass auf, hinter dir, Sally! Aber der Dodo! Ja, ich hab ihn gleich, den Raptor. Der Raptor ist so gut wie tot. Rettet den Dodo. Ich töte jetzt den Raptor irgendwie. Boah, das war knapp. Ich sterbe, glaube ich. Warum? Der Raptor ist tot, der Raptor ist tot. Ja, aber irgendwas tötet mich. Oh, da ist ein Fisch, ein Piranha. Ja. Eieieiei. Rettet den Dodo, bitte. Er ist tot. Toll, er ist tot. Ich konnte ihn nicht retten, meine Beine sind gebrochen. Oh Mann. Ja, das fing ja schon mal gut an jetzt hier. Oh, Party. Ja, hast du was erwartet? Ja, schon eigentlich. Ich habe erwartet, dass du die Bola hast und nicht wie ein Idiot mit der Armbrust vor denen herhampelst. So. Der Moritz ist gestorben. Ja, und wer ist schuld? Ne? Ich nicht. Der Zeo. Ja, der Zeo, der zu doof ist, die Bola zu benutzen. Nein. Doch, du bist schuld. Schande. Ich brauche neue Bolas. Verdammte Kacke. Warte, ich kann dir noch welche geben. Trike. Ja, tu mal her. Tu mal in den Trike rein oder so. Oder in Para.
Und jemand muss Maurice mitnehmen. Drei Stück. Der Para ist übrigens ordentlich überladen, also da müssen wir was rausnehmen. Sonst nee, das geht. Laufen kann der. Eben, ja, aber komplett langsam. Ja? Naja. Ich werfe einfach die 100 Steine da jetzt raus. Wir haben vor Ort so viele Steine. Na gut, dann werf die raus. Tobi, wenn du gerade mal zu mir kommst, gebe ich dir Rüstung. Oh, das ist ja ein Dödi. Ja, ja, das ist ja der uns, mal hier ins Ding. Das ist ja gerade der uns den Arsch gerettet hat. Der hat den anderen Raptor gekillt. Oh, guter Dödi. So, ich gehe jetzt trotzdem noch mal ein Stück nach vorne und guck mal, ob hier noch irgendwas ist, bevor ihr jetzt dahin lauft. Okay, ich komme auch mal mit. Du bist ja eh kacke. Oh, der Raptor hat sogar, Drop. Ja. Drei Pfeile. Dankeschön. Denkt ihr an Maurice? Ja, natürlich. Also ich nicht. Sally muss das machen. Wieso ich? Dodo ist jetzt tot. Oh Mann. Da hinten ist der nächste Raptor direkt. Aber die sind alleine. Mhm. Also der ist alleine, die sind zumindest nicht mate-boosted oder so ein Scheiß. Also hier auf der Seite sieht's eigentlich ganz gut aus, wenn wir jetzt hier weiterlaufen. Ihr könnt vorkommen. Sally, du kommst mit dem Para und Maurice, oder was? Achso, den Para muss ich auch noch mitnehmen. Aber den kannst du, glaube ich, nicht reiten, oder? Geht das? Nee, das dauert viel zu... Das ist viel zu... Ja, den musst du auf Follow machen. Hä? Ach so. So. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Ich wollte auf den Para schießen, hab total daneben geballert. Oh, da hinten ist ein Skorpion. Mhm. Du erkundest schon mal, ja? Ja, hier vorne ist auch noch ein Kilo, den kill ich erstmal. Aber der Trike ist aber auch nicht der schnellste. Mal, werf mal die Steine ja, raus, dann geht's vielleicht. Ja, doch, der ist voll. Das sehe ich doch von außen. So, lauf mal jetzt. Oh, ein bisschen. Oh. Ich hatte gerade noch Gewicht erhöht. Ich hab... Wo ist der denn? Kommt der hier hin? Schafft er das? Ist der da langgelaufen? Das sind überall Raptoren, ey. Ja, komm. Klappt's denn? Okay, also links oben im Wald ist da ein Kano, der ist aber gerade noch beschäftigt. Okay. Wenn wir am... Oh, und im Wasser hier ist ein Sarko. Okay, Sarko kriegen wir kaputt. Wenn es nicht zu hoch... Da ist auch eine Schlange, oder? Eine Schlange gibt's hier nicht, nee. Sicher? Ah, das war der Schwanz vom Sarko. Die sind ähnlich von ja, der Bewegung. Oh, okay, links sind zwei Kanos im Wald. Okay. Wo? Wenn du von hier guckst, geradeaus, da wo ich gerade hingucke, da oben an der Kante. Zwei oder sogar drei. Okay, einen habe ich gesehen, ja. Also wir sollten, ja, wir wahrscheinlich sollten die, hier Seite, die wechseln, Seite wechseln, ja. Okay, lass schon mal rübergehen und aufräumen. Ah. Ist jetzt Fliegen am Arsch? Ja, du hast doch einen schönen Speer. Ja, immerhin, Zitin. Ah ja, haben wir noch gar nicht, oder? Nee, haben wir nicht. Da ist noch eine Fliege bei dir, Vorsicht. Ja, ja, hier muss ich hätte jetzt fast Maurice erschossen. Alter, die machen aber so einen Schaden. Die Mega-Neuras? Ja. Okay. Hey, wo ist das Sarko jetzt hin? Ich bin gar nicht gewohnt. Normalerweise kommen da, keine Ahnung, 20, 30 Stück und das ist kein Problem. Und hier bin ich jetzt gleich mal halb Leben. Ja, ich meine, gut, wir haben bisher auch... Du hast auch nur auf Movement Speed geskillt, ne? Ja, ja, stimmt, ich habe ja auch nur 100 Leben bis jetzt. Ja, deswegen nämlich. Also Sarko ist da weg vorne. Irgendwie. Ja, ja, das ist da hinten, vorne, ja, ich sehe ihn. Also hier sind nur Trikes, das heißt, hier sind wir eigentlich in Sicherheit. Okay, ich gehe mal gerade erkunden. Okay, so. Also ich sehe, hier ist ein Raptor. Zwei Raptoren. Ein Raptor sollten wir ja tot kriegen. Ich kümmere mich gerade mal um den Raptor. Das Problem ist, den Schaden, den die machen, dem Stand zu halten, das ist halt übel. Okay. Level 31, so, tot. Aber wie gesagt... Sarko ist irgendwo links von dir. Pass auf, Fliege kommt. Auf Fliege, ja. Sarko ist hinter den Steinen, ja. Ja, oh, hier links ist ein Sarko jetzt. Okay. Was, links? Ja, hier links hinten. Wir sollten das Sarko eventuell killen, oder wir gucken, dass wir jetzt hier an der Seite komplett durchkommen. Aber wir müssen eigentlich da vorne durch die Kante durch. Oder wir müssten durch den Wald, können, was also relativ gefährlich ist. Was hat denn das? Hast du schon ein Fernglas? Nee, wir haben ja keinen Kristall gehabt. Ach komm, wir töten es einfach. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht zu den Dingens kommt, zu den Dinos kommt.
Soll ich mithelfen? Dann steige ich mal ab hier. Ja. Irgendwie treffe ich nicht. Oh, oh lol! Boah. Ja, das ist ja im Wasser. Fuck. Ah, der geht aber gut down. Der geht gut down, ja. Okay, ist tot. Ist weg. Ja, Level 6. Wow! Hallo, Vorsicht! Entschuldigung. Ich geh grad dahin, dann fliegt so ein Pfeil an mir vorbei, ey. Ich hab dich nicht getroffen. Ja, war aber knapp. Ich hab den Pfeil quasi gehört. Irgendwie ist meine Lebensanzeige buggy. So, ja, das kann sein, das passiert manchmal, dass die einfach leer ist, komplett. Ja, genau. Okay, hatte ich letztes Mal aber auch schon. Okay, komm mal hier weiter links durch, weil wir müssen. Achso, ja, stimmt, entlang. Wir wollten da lang, genau. Okay. Ich gehe mal da hoch auf den Hügel und. Oh, als ob ich dehydrieren würde. Ich gehe mal auf den Hügel hier hoch und guck mal von da oben runter. Was ich so finde. Oder was ich so sehe, vielmehr. Oh, wenn ich überhaupt hochkomme. Sollen wir auch schon rüberkommen oder? Ach doch. Ich glaube, bis hierhin könnt ihr auf jeden Fall erstmal. Das sieht einigermaßen sicher aus. So, also wenn ich jetzt von hier oben runter gucke an der Seite, sehe ich nur Peteras. Da hinten sind ich irgendwie. Ich glaube schon mal ein Stück nach vorne. Da hinten sind irgendwie so 4-5 Brontos im Wald auf einer Ecke. Links oben ist dann auch ein Skorpion. Links oben. Okay, warte, ich komme wieder runter. Also. Wo bist hier du jetzt? Links von uns am Baum. Ach, da seid ihr, okay. Unter der Klippe. Okay, ich gehe mal gerade wieder unter zu unserer Karawane gerade. Der guckt gerade auch in unsere Richtung. Hm, was? Ja, hier links der Skorpion. Ah, nee, jetzt dreht er, glaube ich, oder? Ja. Ja, lauft mal weiter mit den Tieren. Wir sehen das ja, wenn die kommen. Hast du keinen Metallspeer, Sally? Ja, komm, nee. Skorpion kommt. Oder? Vorsicht, warte, ich bohle den, ich bohle den. Ist kein Problem, ich mach das schon. Ich bohle den einfach. Er ist Level 4 auch nur. Okay. Du musst einen Metallspeer haben. Klar, ups. Noch mehr Zetin. Yay. 54. Okay, ich lauf schon mal wieder ein Stück nach vorne. Haben wir noch Bolas irgendwo? Ich habe noch 4, ich kann dir 2 abgeben. Warte, ich guck mal, ob ich craften kann einfach. Hä? Achso, da. Bola. Was fehlt mir? Steine fehlen mir. Ja, kann ich mir. Ja. Dann bleib du mal am besten mal mit dem Twi kurz hier stehen und ich gehe mal da vorne um die Ecke gucken. Ich? Oder was? Nee, du hast ich. Ja das Twi gar nicht. Ah, da, gibt's 5 ja Bolas. Ja, ich bin jetzt gerade mal hier immobil. Ist mal gerade. Jemand in unsere Karawane eingereiht, der nicht dazugehört. Ja! Was fällt dir ein? Oh! Oh. Tot. Oh. Ups. Ja, da war Level 24. Boah, die Armbrust geht aber ab, ey. Ja, ja, also das sieht noch ganz gut aus bis dahin, wo ich jetzt stehe. Ich habe noch nichts Gefährliches gesehen. Okay. Gut, dann ziehen wir weiter. Ich sehe auch schon den Spot, wo wir hinwollen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch einmal hier das Tal durchqueren. Voll weit gelaufen. Nö, ihr seid da. Ich kann euch auch noch sehen. Nö, ihr seid langsam. Nee, war ja in Ordnung. Ich wollte erst um die Ecke gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Kahn oder irgendwas steht. Also ich sehe bisher nichts. Also ich sehe auch nichts so. Da fing ja schon mal gut an gerade, ey. Alles klar, wir legen an. Ah! Hilfe! Party. Fast alle tot. Okay, rechts sind Kompis. Warte mal, die kill ich mal schnell, bevor die noch herkommen. Lass mal die eben töten. Ich bin auch bei dir. Boah, das sind aber viele. Ja, ja. Ja, das ist ja egal. Ist ja vollkommen egal. Kompis kommen ja gar nicht an dich ran, wenn du die ganze Zeit haus und rückwärts läufst. Ich gebe File Support. Zack. Nee, das ist nicht worth. Ich loote die mal. Oh, jetzt rennt er dir hinterher. Okay, ist tot. Da ist noch nichts dran an den Viechern, ne? Nee. Wo ist unsere Karawane? Kommt. Kommt gerade, okay. Gut. Geht am besten ich rechts rum. Okay, da vorne ist noch ein Dino. Ich könnte einfach durchs Wasser, oder? Ja, weil das wird hier etwas tiefer. Ja, oder vorne ist ein Dilo, den. Ja, der. Mal. Die Arc Dilistros. Boah, der American Sniper hier wieder. Oh, so viel dazu. Okay, die sind tot. Ja. Geht das denn? Level 31 Dilo. Ha? Ja. Was? Da ist nichts im Wasser, ne? Nee. Nee, im Wasser, also hier gibt's auch keine Piranha. Ah, Skorpion kommt. Ich glaube, der kommt auf euch zu, oder? Seid ihr schon vorbei an mir? Wo ist ein Skorpion? Wo bin ich?
Ach da, ah ne, okay. Alles gut, ihr seid auf der anderen Seite, ja. Der Skorpion ist direkt gegenüber. Aber ich gehe ihn trotzdem töten für Zitin. Okay, da vorne ist ein Schwein im Wald, das ist schon mal was, ein gutes Zeichen. Das heißt, es ist kein Rex in der Nähe. Ja, auf jeden Fall nichts, was die jetzt verjagt. Das sind sogar zwei Schweine, eins hier am Ufer und eins ein Stück weiter. So, da vorne ist... Ah, das ist ein Stego an dem Spot, wo wir hinwollen. Das ist doch gut. Können wir im Prinzip auch direkt zähmen, weil wir brauchen eh irgendwann Stego-Eier für die Argentavisse. Okay, im Wald ist auf jeden Fall noch mindestens ein Raptor. Zwei Raptoren, glaube ich. Aber wir können links vorbei, dann dürften die uns da nicht... Okay. Okay. Na, wir müssen eigentlich nur dem Wasser die ganze Zeit folgen. Okay. Kann ich hier an Land gehen? Ja, oder? Ja, nur nicht rechts in den Wald rein. Nee, das hatte ich nicht. Okay, hier vorne ist... Zweige. Ich kann die Raptoren weghauen. Okay, da vorne ist ein Kano. Wo ist ein Kano? Ganz vorne, bei dem zweiten Berg, da wo das Metall drauf ist, links daneben. Hm, was ist los? Ich brauch Hilfe. Was denn? Ich komm. Was ist denn hier? Oh, ein Raptor. Den schaffst du aber, oder? Ja, gut gemacht. Wunderbar. Den Stefan musst du beschützen, der darf nicht sterben. Ja, jetzt wird's natürlich auch noch neblig. Ja, muss halt jemand mal hinter mir gehen. Ja, dann geh. Dann bleib ich hinten bei dir. Da hinten ist nämlich sogar noch ein Raptor. Aber der hängt da irgendwie fest. So, jetzt sind wir hier beim Stego. Aber irgendwo habe ich auf jeden Fall gerade Kanos gesehen. Hier ist ein Biberdamm. Ist Kanos tot? Je nach Level, aber ich glaube eher weniger. Das Problem ist, die Kanos sind relativ schnell sogar noch. Ja, aber hier ist noch ein Stego in der Mitte direkt und zwei Biber, also die könnten uns auf den Arsch retten, wenn jetzt irgendwas kommt. Greif ihn bloß nicht an. Ja, deswegen. Ich wollte eigentlich den Ast wegmachen, aber dann kann ich Stego. Was macht denn der Stefan da? Ja, der ist mal schwimmen gegangen. Oh, hier ist ein Wasserfall, cool. Ja, ja, genau. Von da aus kann man ja, wenn du oben auf dem Spot bist, direkt auf den Wasserfall gucken. Da könnt ihr dann eine Terrasse bauen. Okay. Ja. So, ja, dann sind wir ja da, ne? Wir sind jetzt da. Wir müssen nur hier rechts jetzt nochmal gucken, dass wir den Weg hochkommen auf diesen kleinen Vorsprung, der jetzt hier ist. Dass da vielleicht nicht noch irgendwas lauert. Ich glaube, der Stefan steckt fest. Echt? Mhm. Aber hier wird es jetzt eventuell... Bleib du mal mit dem Trike nochmal hinten, weil hier kann es jetzt nochmal gefährlich werden, gerade in Waldrichtung. Und wir müssen jetzt hier hoch. Leider kann ich ihn nicht rausholen, weil ihn niemand reiten kann. Oh fuck, okay. Zurück. Da sind Alos, drei Stück. Was? Das ist unpraktisch. Gut ist, es ist halt gerade neblig. Ja gut, dann sehen die uns zumindest nicht. Oh, du dummer Biber, geh mir aus dem Weg, ey. Vielleicht solltest du dir einzelne Teile jetzt immer mal nehmen und oben bauen, dass wir vielleicht nur schnell rein können und zumachen. Weil direkt vor uns, wenn du jetzt hier rechts hoch willst, da waren drei Alos. Okay, warte, ich schau mal grad. Sollen wir die Dinos erstmal hier abstellen? Ist auch blöd, ne? Ja, wir müssen dann irgendwie da hochkommen. Wir werden gucken, ich werde gleich hochgehen. Weil die sind nach links gelaufen, ne, die Alos? Ja, also die waren irgendwo da links. Ich weiß nicht, ob die vielleicht dem Schwein hinterher gelaufen sind. Naja, wie auch immer, das werden wir auf jeden Fall dann erst in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Denn diese ist jetzt zu Ende. In diesem Sinne, adieu. Ciao, ciao. Tschö.